Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück zu Europa Universalis 4 mit Geldern. Ja, wir sind hier wieder am Start und machen weiter. Nicht wundern, beim letzten Mal habe ich einfach, glaube ich, nur mal sozusagen drauf live gestreamt und das dann einfach geschnitten. Jetzt habe ich mich dafür entschieden, es ist für mich ein bisschen einfacher, einfach das Ganze schon gleich aufzunehmen. Schönen Video-Häppchen für euch, liebe YouTube-Zuschauer. Wir sind aber weiterhin sozusagen live auf Twitch mit diesem Projekt. Das heißt, es gibt auch einen Live-Chat, auf den ich hin und wieder achte und dass dann da Sachen vorkommen können. Nur, damit ihr Bescheid wisst. Okay, kurzer Recap. Wir haben begonnen, 1444 hier mit Geldern zu spielen. Das waren zwei Provinzen, mit denen wir gestartet sind. Geldre und Obergeldern. Mittlerweile haben wir uns schon ganz schön ausgebreitet, sind schon größer und mächtiger geworden. Und Flown Eye, Abe, herzlich willkommen im Stream. Vielen Dank für den Follow. Servus aus Franken, das hört man doch gern. Ein weiterer Franke hier an Bord, so gehört sich's. Ich habe auch schon mal übrigens ein Let's Play, für alle, die es nicht wissen, ich habe ein Let's Play auf YouTube mit Bamberg gemacht, der fränkischen Bamberger Stadt. Nachdem das endlich möglich war durch einen Patch, habe ich damals mit Bamberg gespielt in einem Dual-Let's Play. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Projekt geworden, kann ich nur empfehlen. Aus welcher Ecke von Franken kommst du denn, Flown Eye? Oder Flown Eye? So, genau, wir waren jetzt hier mit Geldern. Ich muss mich kurz orientieren. Richtig, wir waren im Krieg. Und zwar waren wir an der Seite von Österreich, die als Kaiser Nevers beschützen. Richtig, ich erinnere mich. Wo sind unsere Truppen? Die habe ich hier. Genau, wir haben leider keine Rekrutenreserve. Was ein bisschen traurig ist. Und kolonialtechnisch fehlt uns noch die wichtige Idee hier, dass wir endlich mit der ersten Kolonie beginnen können. Wir sind schon ein bisschen spät dran, leider. Uns fehlen Diplomatiepunkte. Aber wir sammeln fleißig Diplomatiepunkte. Also es ist nur noch eine Frage der Zeit. Wir machen plus 12. Ja, ich sag mal so. Ich habe die Herausforderung angenommen. Und mit Bamberg kannst du ja mal schauen, was daraus geworden ist. Nicht wahr? Man kann ja auch Franken gründen in diesem Spiel. Okay. Ach ja, hier werden noch Karavellen auch gebaut. Übrigens, nebenbei bemerkt. Hier ist immer noch Schutz des Handels. Also ich weiß nicht, haben die Franzosen keine Schiffe? Ist natürlich ein bisschen gefährlich, dass meine Schiffe da draußen sind, aber ich lasse sie jetzt einfach mal draußen. Okay, jetzt lassen wir mal die Zeit laufen. Wir möchten auf jeden Fall erstmal diese Gebiete hier schnell zurückerobern. Wir haben einen Eroberungskriegsgrund gegen Holland und Luxemburg. Okay. Da unten ist leider die französische Armee, die jetzt hier gerade Baden besetzt. Das ist nicht gut. Ziemlich viele Truppen. An unserer Seite steht die Pfalz hier nochmal. Das heißt, wir haben so 17.000 aktuell. Das ist nicht die größte Menge. In Berg haben wir eine Kernprovinz. Und Lurg wollte ich schon sagen. Lurg müssen wir zurückerobern. Das ist leider durch eine Festung besetzt worden. Die Sache ist die Österreicher sind aktuell hier im Süden. Wobei, kann es sein, dass die Österreicher irgendwie ihre Armeen verloren haben? 30.000? Die hatten mal mehr Truppen. Ich sehe jetzt hier nur so insgesamt 13.000. Wo ist denn der Rest der Österreicher? Die Aragonesen sind immer noch hier in Siena am Start. Die müssten halt mal nach Norden marschieren. Also meine Verbündeten machen gerade nicht so viele schlaue Dinge, leider. So, dann versuchen wir mal wenigstens Luig zurückzubelagern. Oh, da ist wieder eine französische Armee, 13.000. Die hätten wir aber erstmal noch im Griff. Ja, richtig, Böhmen wollte die Staatsehe. Wir wollten aber, glaube ich, erstmal keine Staatsehe mehr mit Böhmen. Weil die rivalisiert sind mit Polen. Und ich möchte lieber langfristig mit Polen gute Beziehungen. So, wir können eine Fähigkeit kaufen. Ach, wir sind immer noch im Zeitalter der Entdeckung. Endet das nicht? Hat das nicht schon geendet? Zeitalter der Entdeckung. Ich hätte schwören können, dass das schon geendet hat. Ne, es endet jetzt erst in 44 Monaten. Okay, das heißt, wir könnten jetzt... Wir haben ja schon den einen Kampfbonus. 44 Monate. Boah, ein paar Jährchen. Die Frage ist, ob wir bis dahin eine erste Kolonie bekommen. Dann könnten wir noch diesen Kolonialbonus mal
wenigstens für die erste Kolonie mitnehmen. Verhältnis Kavallerie zu Infanterie ist, glaube ich, da. Wir können uns eh nicht so viel Kavallerie leisten. Oh doch! Kosten Kriegssteuern. Das ist doch genau jetzt das Richtige. Dann werde ich jetzt direkt mal die Kriegssteuern erlassen, die uns nichts kosten. Super. Das passt doch perfekt für so einen langen Krieg, den wir jetzt hier führen. Ich bin nochmal kurz am Überlegen. Doch, ich glaube, meine Kamera passt. Ah, nee, meine Kamera hatte ich das letzte Mal sogar. Ich schau mal kurz. Über der Minimap direkt, oder? War die nicht sogar direkt so ein bisschen? Ich glaube, sowas ungefähr. Ja. Dann seht ihr noch ein bisschen mehr von der Welt. Das ist doch vielleicht angenehmer für euch, finde ich gut. Sehr schön. Okay, das passt gut. Das passt gut. Dann gehen wir mal wieder hier zurück. Und, Vinice, oder Vinice. Ich hoffe, ich spreche dich richtig aus. Wahrscheinlich das erste, oder Vinice? Aber herzlich willkommen. Schön, dass du hier mit dabei bist. Ich sehe deine erste Chatnachricht. Schön, dass du hier reinschaust. Mir kommt der Emote auch so bekannt vor. Hilf mir mal auf die Sprünge beim Emote. So. Ja, wir sind jetzt halt hier im großen Krieg gegen Frankreich. Belagern hier gerade. Haben wir denn eigentlich einen Belagerer? Ah, Belagerung 0. Ich glaube, wir haben auch keinen aktuell besseren. Ich könnte meinen Befehlshaber zum Belagerer machen. Meinen Befehlshaber, den möchte ich eigentlich nicht riskieren. Der Herzog Karel I. von Egmont ist so gut. Administrativ, diplomatisch und vor allem militärisch ist er ein echtes Genie. Und sein Thronfolger ist leider absolut schlimm. Er darf eigentlich nicht an die Macht kommen. Ah, wie nice dann einfach. Wie nice, alles klar. Ja, ja, 1-1-0 ist so schlimm. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und das habe ich übrigens durch eine Entscheidung der Zuschauer bekommen. Ich hätte auch einen Thronfolger, der deutlich besser war, bekommen können, mit schwachem Anspruch. Dann habe ich das nicht gemacht und ich hatte sofort einen Sohn mit 1-1-0. Ich könnte den jetzt auch sofort enterben. Das will ich jetzt aber nicht im Krieg machen, weil das würde mich ja Moral kosten. Das machen wir später mit der Enterbung. Infinite Mesh, das ist dein Auftrag. Dein Auftrag. Mich daran zu erinnern. Infinite Mesh, erinnere mich, wenn der Krieg vorbei ist, dass ich diesen Nichtsnutz von Rainon auf jeden Fall enterbe. Oh, Red Attitude, schaut rein. Abe, herzlich willkommen, schön, dass du reinschaust, freut mich. Ja, ja, Geldern sieht richtig gut aus. Wir sind aber in einem komplexen Krieg gerade, der ist ziemlich spannend. Das ist nicht unser Hauptkrieg, aber unsere Interessen sind tatsächlich betroffen. Denn wir möchten ja hier diese kompletten Gebiete... Burgund ist übrigens aufgeteilt worden, das ist super glücklich für uns. Wir wollen diese kompletten Gebiete hier, die alle kleinteilig verteilt sind, für uns haben. Das ist so ein bisschen unser Anspruchsterritorium, das wir haben wollen. Wir wollen ein mächtiges, vielleicht ein mächtiges Niederlandegebiet aufbauen, wer weiß. Jetzt ist das Problem, dass Frankreich dasselbe vorhat, beziehungsweise Frankreich möchte auch diese Gebiete haben. Aber wir haben es geschafft, dass diese Gebiete Teil des Heiligen Römischen Reichs sind. Das heißt, Frankreich greift jetzt hier eine kleine Nation an, nämlich Nevers, die hier und hier Land haben. Und damit muss der Kaiser dieses Land verteidigen. Wir wiederum sind mit dem Kaiser, mit Österreich verbündet. Aragon hilft, aber... Ja... Der Krieg läuft leider aktuell überhaupt nicht gut, würde ich mal behaupten. Wir haben zwar insgesamt... wir haben ungefähr gleich viele Truppen. Es ist noch alles möglich. Ich bräuchte halt noch Kanonen eigentlich. Jetzt, hier sind schon wieder feindliche Soldaten überall. Die hier überall von dannen ziehen. Alles klar, Boss. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, das ist einer von Strategie-Ecke. Der Emote. Ja, sehr gut. Okay. Jetzt ist die Überlegung, wollen wir diese kleinen feindlichen Truppen ausschalten? Machen das mal wie folgt. Was ist denn das? Eine Stufe 2 Festung. Dann hätte ich 6 Truppen. Ne, wir machen das mal anders. Ich lasse mal kurz die beiden hier zurück. Und ich würde gerne, kann ich hier angreifen? Ich kann da oben angreifen. Ich hätte zwar einen Überquerungsmalus. Ich glaube, das wäre aber erstmal kein Problem. Die Franzosen sind... Oh, stopp! Jetzt haben wir ein Problem. Das sind nämlich 17.000 Franzosen. Das gibt's doch nicht. Diese Masse, die die Franzosen hier aufs Feld bringen. Die Österreicher
bringen denen nichts entgegen. Ich habe das Gefühl, wir werden diesen Krieg verlieren. Auch Savoyen greift schön in Aragon an. Ich will auf jeden Fall in die neue Welt. Ich bin ein großer Fan von Kolonien Red Attitude. Wir haben auch schon tatsächlich die Entdecker-Ideen als zweites gewählt und wollen als nächstes dann die erste Kolonie bald gründen. Aber die Franzosen pfuschen uns hier rein. So, okay, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Jetzt haben wir hier 13.000 plus die Kölner 1.000 plus aus der Pfalz nochmal 8.000. Das heißt, wir sind so bei 21. Ich denke, wir können es uns erstmal leisten, hier stehen zu bleiben und zu belagern, aber die Armeen auf jeden Fall zusammenzulassen. Okay, ich glaube, ich habe mich getäuscht, denn jetzt kommen hier plötzlich 12.000 Truppen. Das war mir nicht bewusst. Das war jetzt mies. Jetzt haben sie uns umkreist tatsächlich, die Schlingel. Wir können auch nicht mehr fliehen. Dann kommen die Franzosen an, 12. Februar. Geldern, 14. Februar. Nee. Wir können nicht mehr fliehen. Wir werden jetzt halt hier... Ah, von allen Seiten angegriffen. Ich will aber auch kein Geld eigentlich unbedingt nochmal für Söldner ausgeben, weil es ist ja wie gesagt nicht unser Krieg. Im schlimmsten Fall verliert das Reich Nevers. Dass ich da überhaupt schon wieder so viele Truppen für ausgebe, ist echt traurig. Wie gut ist denn unser Befehlshaber? Ja, 1,5. Also Nahkampf ist ja gut, aber Fernkampf nicht so gut. Der Gegner ist 4,2. Der ist besser im Fernkampf, aber schlechter im Nahkampf. Lassen wir mal kurz langsam laufen. Oh Gott, wieso kämpft denn der pfälzische Anführer? Der hat Fernkampf 1. Unser Terrain Malus. Wir haben leider 0,5 Moral weniger. Und auch keine extra Disziplin. Obwohl ich ja diesen Disziplinberater habe, weil die Pfalz hier kämpft. Was soll denn das? Wieso kämpft denn jetzt hier die Pfalz? Es gab Frieden mit Baden, weil Baden wurde belagert von den Franzosen. Ja, schön. Da kommen jetzt auch noch 30.000 Franzosen. Ja, wir müssen uns zurückziehen, das steht fest. Aber wir haben eine 9 gewürfelt, immerhin mal. Eine 9. Da verliert der Gegner mal doppelt so viel gerade. Immer noch doppelt so viel, immer noch doppelt so viel. Jetzt nicht mehr. Jetzt hat der Gegner wieder besser gewürfelt. Jetzt würde ich sagen, ist der Zeitpunkt gekommen, uns zurückzuziehen. Ich sehe leider keinerlei Verstärkung von den Österreichern. Die Österreicher besiegen hoffentlich hier mal eine kleine französische Armee. Auch das sieht schon gar nicht so einfach aus. Die Franzosen haben halt 0,8 mehr Moral als die Österreicher und Augsburger. Aber wenigstens haben die mehr Disziplin. Das werden die ja wohl hinbekommen, da mal im Süden den Kampf zu gewinnen. Aragon hat endlich Siena erobert und marschiert jetzt endlich auch nach Norden mit 25.000 Truppen. Aber wir verlieren leider unsere Schlacht. Und deswegen, ja, bringt nichts. Wir müssen uns zurückziehen, würde ich vorschlagen. Geht noch nicht. Jetzt. Ja, Rückzug. Minus 20% leider. Ha, dann werden wieder unsere Gebiete besetzt. Das ist nicht gut für die geldersche Wirtschaft, Freunde. Und wir haben keine Rekrutenreserve mehr. Tatsächlich. Mit Siena wurde Frieden geschlossen. Ah, wir haben 7,6 Gold erhalten, okay. Kurze Frage, wo genau wollen die hin? Nach Paderborn? Kann ich die da bitte abfangen? Nee, die fliehen wieder. Feiglinge. Ich erwische sie leider nicht. Oh, jetzt belagern die auch schon Köln. Das gefällt mir nicht. Weil am Ende können die auch noch Land von mir fordern, oder... Wenigstens Geld, was ich eigentlich auch nicht möchte. Das Problem ist natürlich, dass ich hier auch keinen Frieden verhandeln kann. Angebot vorschlagen. Ich müsste richtig viel Geld zahlen. Das wär's aber. Ich müsste, glaube ich, aktuell nur Geld zahlen, oder? Ich müsste halt die Kriegsreparationen für 10 Jahre machen. Ah, ich müsste auch die Verträge mit Österreich aufkündigen. Das ist halt auch sehr unangenehm. Muss ich zugeben. Ja, Weißer Friede kriege ich nicht hin. Weißer Friede, sie haben ja auch hier schon eine Festung von mir. Und die werden jetzt gleich... Die werden halt jetzt auch gleich noch Köln belagern. Und dann wird es noch kritischer tatsächlich. Und die Frage ist, ob wir Österreich noch so helfen können. Wir haben keine Rekrutenreserve mehr. Wir haben jetzt noch 10.000 Truppen. Wir haben die Feinde ein bisschen im Norden ablenken können, aber mehr auch nicht. Und bevor wir jetzt hier noch irgendwie eine Landforderung bekommen oder die noch mehr wollen, müssen wir wohl oder übel diesen teuren Frieden nehmen, oder? Was meinen meine Berater im Chat? Sollen wir Frieden schließen
und damit leider das Bündnis mit dem Kaiser und damit mit Österreich brechen, ist halt auch kritisch. Weil dann haben wir leider keine freie Hand mehr im Heiligen Römischen Reich. Wie leicht ist es denn wieder ein Bündnis mit denen zu formen, wenn wir das jetzt aufgeben müssen? Kriegen wir das wieder hin? Das ist jetzt die große Frage, da möchte ich gerne ein paar Stimmen meiner Berater im Chat hören. Die gebe ich natürlich auch den YouTube-Zuschauern weiter, was da gesagt wird. Kommst du noch zu Österreich hin, du meinst mit meinen Truppen? Ja, aber dann wird halt mein Land überrannt, das ist das Problem. Also ich würde da schon durchaus mit Militärzugängen irgendwie hinkommen können im Süden. Aber mein Land wird halt überrannt und das Problem ist, dass ich ja nicht der Hauptkriegsgegner bin. Und die machen dann schon immer separat Frieden auch und wer weiß, ob nicht die Österreicher... Wobei, nee, die Österreicher dürften für mich ja, glaube ich, keinen Frieden schließen können. Ich weiß halt nicht, ob wir den Krieg gewinnen können, ganz allgemein. Und mein Land wird halt verwüstet. Wir können es natürlich versuchen, dass wir weiter kämpfen. Wir haben immer noch keine Festung übrigens gebaut in unserer Hauptstadt. Das ist super unangenehm. Ja, schauen wir mal kurz, wie stark ist Österreich. Österreich hat nur noch 27.000 Truppen. Das ist ungefähr das, was hier kämpft. Plus noch irgendwo ein bisschen was, scheinbar. Und hat dafür aber super viele Rekrutenreserve. 56.000. Die Franzosen haben 56.000 Truppen auf dem Feld und 61.000 Rekrutenreserve. Also die Franzosen sind aktuell doppelt so stark als Österreich. Wir haben zwar noch Aragon nochmal mit 29.000 Truppen. Die sind jetzt hier im Süden. Die belagern jetzt diese kleineren Gebiete. Während Savoyen Aragon recht erfolgreich belagert. Und wahrscheinlich wird dann mit Aragon vielleicht sogar ein Friede geschlossen. Hallo Bounty. Ja, das ist echt schwierig. Ah, ich müsste mich frei bewegen können. Genau, auf Seiten des Kaisers. Ja, ja, ich könnte mich frei bewegen. Aber wie gesagt, ich habe nur noch 9.000 Truppen. Vielleicht dann 10.000, wenn die Rekrutenreserve aufstockt. Was will ich mit meinen 10.000 Truppen machen? Ich könnte jetzt versuchen, im Süden, wie gesagt, hier noch zu helfen, dass wir zum Beispiel Zilli rausbekommen. Aber schaffen wir es denn, wenn alle Verbündeten des Gegners weg sind, schaffen wir es denn überhaupt alleine gegen Frankreich? Das ist das Hauptproblem. Die Franzosen haben so eine starke Moral. Die haben 56.000 Truppen, 61.000 Rekrutenreserve. Ist es nicht für uns billiger, jetzt mehr oder weniger den Frieden zu suchen, bevor wir überrannt werden? Oder denkt ihr, wir könnten billiger davonkommen, ohne dass wir so viel zahlen müssen, wenn wir jetzt einfach weiter kämpfen, auch wenn jetzt unser ganzes Land besetzt wird? Das wird halt für unsere Wirtschaft wiederum schlecht sein. Es ist eine schwierige Entscheidung. Ah, es ist eine super schwierige Entscheidung. Und ich bin mir nicht sicher, was wir machen sollen. Wir haben immer noch ein bisschen zu wenig Kronland. Ja, hier wird alles belagert. In der Zeit wird es natürlich auch geplündert. Die ganzen Gebiete sind, glaube ich, schon da. Das ist noch nicht durchgeplündert. Hm. Wo ist denn der Berater Infinite Mesh schon wieder? Das ist eine sehr gute Frage. Hier doch. Er hat in dem Moment kurz vor dir geschrieben, Platonius. Billigster Weg ist der sofortige Friede, meint Infinite Mesh. Und The History sieht auch keinen gelderanischen Vorteil mehr in diesem Krieg. Ich würde sagen, rausziehen. Zur Stelle eure Unfreundlichkeit. Mein Vassal, sehr gut. Ja, ich denke, ich höre auf meine Berater. Oh, und Red Attitude, danke für dein Abo. Willkommen in der Abo-Legion. Ich höre auf meine Berater, wir werden den leider auch teuren Frieden schließen müssen. Weniger geht nicht, ne? Nee. 460 Gold, das heißt, wir werden einige Darlehen aufnehmen müssen. 10% Reparationen zahlen und wir müssen die Beziehungen mit Österreich erstmal aufgeben. Aber dafür bleiben wir existent, richtig? Geldern wird gezwungen, genau, nur noch mal, um auf Nummer sicher zu gehen. Geldern wird alle Verträge mit Österreich kündigen. 64 Gold. Das war's. Ja. Ja, okay, das machen wir. Ah, es ist so hart. Wir machen es. Es ist so traurig und es ist so hart. Aber es muss einfach sein. Es muss einfach sein. Ich bin sehr gespannt, ob die Österreicher noch irgendeine Chance haben, ohne uns gegen die Franzosen. Ha, Nevers werden wir wohl verlieren, aber es ist dann so. Wir müssen uns jetzt erstmal wieder erholen. Wir sind super im Minus. Ja, klar, weil... Ja, okay, ich würde sagen... Jetzt werden wir erstmal... Wir haben zwar jetzt... was bringt uns das Prestige? Moral ist aktuell nicht so wichtig. Ja, Auswirkungen aggressive Expansion ist nicht schlecht, aber ich will halt tatsächlich meinen Thronfolger jetzt enterben. Ja, ja, die restlichen Niederlande sind jetzt für uns sozusagen frei. Wobei, wir haben jetzt ja auch kein Bündnis mehr mit dem Österreicher, mit dem Kaiser. Ist das nicht auch schwierig? Die Tulpenhändler. Hatten wir nicht schon die Händlerdarlehen?
Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal den Thronfolger enterben. Weg damit. Kostet uns leichter 50 Prestige, deswegen kommen wir erstmal ins Minus. Aber ist nicht so schlimm. Ich schaue jetzt nochmal kurz tatsächlich zu den Ständen. Ich glaube, ich hatte doch schon jetzt diese Bürger. Hatte ich den? Warte mal kurz. Oh, Chance auf Kolonisten und Kolonialwachstum ist hier sogar möglich. Müssen wir mal später noch uns holen vielleicht. Nee. Genau, weil wir hatten die schon. Bürgerdarlehen. Okay. Ja, dann lassen wir jetzt mal die Zeit laufen. Ah ja, wir haben in Den Haag Spionagenetzwerk vor dem Krieg gemacht. Anspruch kann ich gleich fingieren, jetzt nämlich. Ja, ja, Kredit. 2, 3. Boah, 4 Kredite. Nicht schön, nicht schön. Wir wollen auf jeden Fall auf Den Haag auch noch einen Anspruch haben. Jetzt schauen wir mal kurz unsere Ansprüche. Holland, Oldenburg. Ah, Luxemburg. Richtig, wie ist mit Luxemburg? Luxemburg ist mit Trier und der Picardie verbündet. Wie stark ist die Picardie? 4000. Luxemburg wäre doch ein erstes gutes Ziel. Was wir uns schon mal holen könnten. Wie stark ist Holland? Holland ist mit der Provence verbündet. Die Provence hat aktuell 8000 Truppen. Also Holland wäre natürlich auch ein gutes Ziel, aber Holland hat halt auch einige Truppen. Holland hat 11000 und wir sind aktuell geschwächt. Ist die Frage, ob wir uns halt schnell einfach Luxemburg snacken wollen, mehr oder weniger. Wie sieht es denn mit unserer aggressiven Expansion aus? Oh, die scheint... Oh, aktuell ist sie wirklich überall auf 0, sehe ich das richtig? Ah, ne, hier. Ich muss nur auf der richtigen Seite schauen. Minus 37, wir müssen eh noch warten, bevor wir angreifen, sonst kriegen wir eine große Koalition. Wir brauchen jetzt erstmal eine Friedensphase. Kannst du die Bürgerkredite zurückzahlen, um sie gleich nochmal zu nehmen? Guter Hinweis. Guter Hinweis. Wartet mal. Ich, ihr habt nicht genügend Geld, um Darlehen zurückzuzahlen. Okay. Ja, jetzt wollen alle Militärzugang. Aragon gerne. Der Rest nicht. Oh, wir machen kaum Plus, tatsächlich. Ja, weil unsere Armee sich erholt. So, was war denn... Es gab hier beim letzten Mal einen Tipp. Und zwar STRG gedrückt halten und dann die Regimenter zusammenlegen. Das hilft irgendwie. Machen wir das mal. Nee, das hat jetzt aber auch nichts geändert mit STRG. Ach, Shift, verdammt. Da habe ich dann doch leider STRG genutzt und nicht Shift. Aber, hallo Mom, herzlich willkommen. Ja, stimmt, da stand Umschalt. Shift ist Umschalt. Immer diese Tastatur, egal. Egal. Den Rest kriegen wir schon noch aufgefüllt. Dann warten wir jetzt hier nochmal, bis der Rest aufgefüllt ist. Und dann werde ich wahrscheinlich, oder ich werde jetzt schon mal vielleicht dann gleich das senken. So, Erkundungen beendet. Wir haben die Karibik erkundet. Ich habe ja einen Conquistador. Ja, aber wir haben eh keine Rekrutenreserve. Genau, damit ist jetzt ein Regiment weg. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, aber The History, wir haben sehr viel aggressive Expansion. Das ist nicht zu unterschätzen in den ganzen deutschen Gebieten. Und natürlich nehme ich gerne Haltung an, Pete the Wolf. Überall so 37. Das heißt, wir können uns nicht viel leisten und hätten sonst halt schnell eine mögliche Koalition. Und wir sind halt jetzt bündnismäßig auch ein bisschen geschwächt. Wir haben jetzt halt nur noch mit Böhmen ein Bündnis und die Beziehungen sind aktuell nicht die besten. Ich hätte gern mit Polen eins, aber da ist halt Böhmen das Problem. England mag uns auch nicht. Und wir können erst wieder in 10 Jahren ein Bündnis mit Österreich machen. Kastilien. Ist mit England verbündet. Das ist auch schwierig. Wir stehen ein bisschen alleine da. Und Brandenburg ist unser Rivale. Was mit Dänemark? Ha, ist mit ist mit Böhmen hier verbündet. Oh, Pete the Wolf, danke für dein Prime-Abo. Herzlich willkommen in der Abo-Legion. Okay.
Die Frage ist jetzt, warte mal, Entdecker. Achso, erstmal ist ein Entdecker bereit. Der soll erstmal wieder weiterfahren, bitte. Wir erkunden mal dann die Küste auch noch des Karibischen Meeres, bitte. Sehr schön. Genau. Wir müssen schauen, dass wir diplomatisch... Ja, wie gesagt, mit Polen haben wir dann doch zu viele Probleme. Die sind halt auch mit Brandenburg verbündet. Das ist schwierig. Wir dürfen jetzt halt auch nicht so uns isolieren. Das ist auch unangenehm kritisch. Wer ist denn hier noch ein starker Verbündeter? Ja, Thüringen, der Rest im Heiligen Römischen Reich ist einfach nur schwach. Oh, Österreich gilt nicht länger als Großmacht. Das ist natürlich traurig. Hilferuf einer Adelsfamilie. Oh Gott. Oh Gott, wir haben doch eigentlich kein Geld. Aber ich will jetzt auch eigentlich keine Admin-Punkte verlieren und Loyalität, aber... Ja, können wir schon machen. Nee, ich muss die Hilfe leider verweigern. Ich brauche das Geld. Ich benötige das Geld. Die Bedrohung von Guadalupe. Nach einem ziemlich turbulenten Start mit den Einheimischen von Guadalupe haben wir es endlich geschafft, sie von unseren guten Absichten zu überzeugen. Als wir an Land kamen, näherte sich ein alter und ein junger Mann unserem Schiff. Sie waren nicht an unseren Geschenken interessiert und als eine Muskete in die Luft schoss, um sie zurückzudrängen, wurde der alte Mann leicht verletzt. Er rannte zu ihren Hütten und brachte Männer, die mit Speeren nach unseren Mannschaften warfen, ehe sie durch zwei weitere Schüsse vertrieben wurden. Die Erwachsenen flohen in die Wälder und ließen ihre Kinder zurück. Ein paar kleine Schmuckstücke und Perlen wurden als Geste der Freundschaft bei den Kindern zurückgelassen, ehe die Teilnehmer der Expedition sich auf die Schiffe zurückzogen. Macht ihnen klar, dass wir ihnen kein Leid zufügen? Die verlieren zwei Feindseligkeit oder wir halten Prestige? Wo ist denn Guadalupe? Ja, ich sag mal so, wir sind tatsächlich eher aggressive Kolonisten. Das ist auch unsere Politik. Dementsprechend, wenn sie wiederkommen, tötet sie! Eiskalt. Grenzdisput. Brabant. Von mir aus. Ja, tatsächlich ist aber die Steuer aktuell unsere höchste Einnahmequote. Von 8 Gold. Das ist nicht zu unterschätzen. Schlachten wir sie ab. In den Kampf. So, die Österreicher übrigens hier belagern, aber die Franzosen werden jetzt hier die Österreicher niedermachen, bin ich ziemlich sicher. Festungsverteidiger? Nee, brauche ich erstmal nicht. Ich habe ja einen Disziplin-Mann. Ich werde jetzt hier nochmal den Unterhalt senken. Wir brauchen dringendst wieder Geld. Unsere Berater sind halt leider so teuer tatsächlich. Und unsere Kriegsreparationen für 10 Jahre sind leider auch sehr teuer. So, wir werden wieder mal Erkundungen machen. Wo müssen wir denn noch erkunden? Das sehen wir schon alles. Westafrikanisches Meer, Nordatlantik. Machen wir mal noch den Nordatlantik. Noch sind wir hier zu weit entfernt, aber sobald wir eben die andere Sache haben, geht das dann. Hier schon überall Portugal und Spanien leider. Aber bald können wir, wir gehen in die Richtung der starken Diplomatie auf jeden Fall. Die Pfalz, nee, die Pfalz ist noch im Krieg gegen Frankreich. Oh, schaut euch das an, die Österreicher haben die Schlacht scheinbar gewonnen. Die haben hier plötzlich mal 40.000 Truppen. Ja, schau sich das mal einer an, schafft das jetzt auf einmal schafft es Österreich ohne uns? Das gibt's ja nicht, hätten wir doch im Krieg bleiben sollen. Verflixt. Naja, gut, schauen wir mal, wie sich das langfristig entwickeln wird. Oh, und der Protestantismus etabliert sich. Wie bitte? Richtig, da wollten wir noch mal gucken. Der hat sich in der Bretagne etabliert. Und Burgund hat ihn angenommen. Burgund hat ihn angenommen und in der Schweiz hat ihn jemand angenommen. Aber aktuell ist der Protestantismus immer noch nicht besonders stark, muss ich gestehen. Oh, die Holländer werden hier durch die holländischen Adligen geschwächt. Er würde schon gern angreifen, aber wie gesagt, ich habe Angst vor der Koalition. Die Koalition könnte uns durchaus nicht wenige Probleme bereiten. Ich werde mal einen Diplomaten wieder losschicken, der erzürnte Nationen bitte besser macht. Ja, ich bin am Überlegen, ob wir katholisch bleiben. Also ich würde es von der Gesamtsituation gerne abhängig machen wollen. Wenn jetzt hier, ich sag mal so, die ganze Gegend plötzlich protestantisch wird, dann habe ich auch nichts dagegen, dass wir protestantisch werden. Ich bin ein pragmatischer Fürst.
bin ein pragmatischer Herzog. Okay, und damit, liebe YouTube-Zuschauer, war es das erstmal wieder. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.